Sie kommen ja tatsächlich. Ljubow Andrejewna. Sie war 5 Jahre im Ausland. Mama, weißt du noch, welches Zimmer das hier ist? Das Kinderzimmer. In diesem Kinderzimmer habe ich geschlafen, als ich klein war. Paris war gestern. Sie wissen ja, Ihr Kirschgarten wird verkauft. Wegen der Schulden. Gestern hatte ich noch ganz viel Geld. Und heute ist es ganz wenig. Ich verschwende es so sinnlos. Wir haben viel zu viel gesündigt. Ja. Gott muss uns helfen. Jetzt lass Gott aus dem Spiel. Es gibt eine Lösung. Man müsste hier ein bisschen freiräumen, sauber machen. Und natürlich den Kirschgarten abholzen. Abholzen? Und dann abholzen. Abholzen? Ihr Gut wird verkauft. Und Sie tun so, als verstünden Sie es nicht. Meine Kindheit. Meine Unschuld. Der Garten sah aus wie jetzt. Nichts. Nichts hat sich verändert. Weiß. Ganz weiß. Und mein Garten. Nach diesem dunklen, verregneten Herbst, nach diesem kalten Winter bist du wieder jung und voller Glück. Die Engel haben dich nicht verlassen. Es gibt kein Bewusstsein dafür, dass ihr mit Schulden lebt. Auf Kosten Fremder, auf Kosten derer, die ihr nicht weiter als bis ins Vorzimmer lasst. Mein sehr verehrter Schank, du hast über Generationen in uns Menschen die Ideale des Guten und des sozialen Bewusstseins wachsen lassen. Diese klugen Leute sind einfach so blöd und ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Sie haben Nietzsche gelesen. Heute entscheidet sich mein Schicksal. Deine reine, schöne Seele ist dir geblieben. Komm. Mama, komm. Warum haben sie nicht auf mich gehört? Auf die, die wegfahren und auf die, die bleiben. Du kommst bald wieder, Mama, ja? Ich komme, mein Goldkind. Bestimmt. Charlotte, hat's gut, sie singt. Баю, баюшки, баю, не ложись я на краю, а то серенги волчок, спасит вирса собачок.